Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in unserer Arctic Jurassic World. Beim letzten Mal haben wir ein Gehege für unsere neuen Bewohner, die Terrorbirds, gebaut. Und diese haben wieder wundervolle Namensvorschläge von euch in den Kommentaren bekommen. Im Hintergrund seht ihr euch jetzt, wer sich in meinem Park verewigt hat. Und jetzt geht's weiter mit dem Bau von unserer Arctic Jurassic World. Und weiter geht's endlich mit unserer Arctic Jurassic World. Viele haben schon danach gefragt. Die letzte Folge ist leider schon ein bisschen her, ein bisschen länger als normal. Das liegt daran, dass ich momentan fleißig am Vorproduzieren bin, weil ich eine Woche im Urlaub bin. Wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon wieder fast zu Hause oder so. Ich weiß nicht, wann das rauskommt. Ihr seht aber, was ich jetzt als erstes mache. Ich werde jetzt erstmal hier den Rand von Bäumen befreien, damit wir mal sehen, wie viel Platz wir noch haben im Rest des Parks. Weil da bin ich schon sehr stark dran interessiert. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich das wahrscheinlich gar nicht sehen und einschätzen können, weil man halt in dieser Parkübersicht die Linie nicht sieht. Okay, das ist die Fläche, die wir hier noch zur Verfügung haben. Das ist gar nicht mal so wenig, muss ich sagen. Wenn ihr mal guckt, was wir schon bebaut haben, dann würde ich sagen, dass wir ungefähr ja, die Hälfte an Platz verbraucht haben. Und jetzt hier noch einiges vor uns haben. Den ersten Platz, den ich heute in der Folge bebauen will, das ist tatsächlich der Platz, wo hier momentan vorläufig diese Gebäude stehen. Deswegen reiße ich die mal eben ab und glätte das Ganze und befreie das Ganze von Bäumen. Hier möchte ich nämlich tatsächlich mal was hinbauen, was ich, glaube ich, in meinen ganzen Parkbauprojekten bis jetzt noch gar nicht verwendet habe. Ein richtig tolles Gebäude, und zwar das Aviarium. Das möchte ich hier hin platzieren. Das bietet sich sogar perfekt an, weil das ist ja relativ rund und dann können wir diesen Wegebaustil um das Gebäude herum beibehalten. Sieht dann, glaube ich, ziemlich cool aus, wenn wir hier drei so Kreise haben. Von oben wird das bestimmt nice aussehen. Von der Platzierung will ich den Eingang auf jeden Fall in Richtung Haupteingang machen. Der ist hier vorne. Das heißt, so in diese Richtung und ungefähr hier soll das hin. Aber bevor ich es platziere, muss ich, glaube ich, erstmal die Wege machen. Ich platziere mir das mal einmal hier hin, damit wir ungefähr die Größe gleich sehen. Und hier plane ich dann mal eben die Wege. Dafür mache ich jetzt, wie immer, erstmal einen großen Kreis, so groß wie es geht. Und den müssen wir dann gleich noch erweitern. Am besten machen wir das eben mit der Wegfarbe hier. Dann können wir nämlich jetzt hier wieder gleichmäßig das Ganze erweitern. Durch den dunklen Weg kann ich auch die Linien hier untersehen. Ich denke mal, wir machen so bis zu diesem Strich. Vielleicht ein bisschen mehr. Na, sagen wir, wir machen bis zu diesem Strich. Oder ist das schon zu viel? Können wir mal kurz schauen. Der Seite mache ich das auch mal eben. So. Müssen wir mal eben gleich von oben vergleichen. Das könnte ganz gut hinkommen, muss ich sagen. Allerdings muss das noch ein bisschen hier weiter nach oben. Das ist eine Position, die mir sehr gut gefällt. Da können wir jetzt einmal das Ganze außen rumziehen. Halt immer so der beste Weg, um gleichmäßigen Kreis hinzubekommen. Ansonsten ist das nicht ganz so einfach. Also den Trick benutze ich zumindest immer. Ist vielleicht teilweise ein bisschen umständlich, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, das Aviarium passt da jetzt gleich gut rein. Ansonsten wäre das ziemlich ärgerlich. So, dann platzieren wir das doch mal. Nein, das passt nicht. Okay, wir müssen es noch ein Stück größer machen. So, Versuch Nummer 2. Hoffentlich passt es jetzt. Jetzt ist es ein Ticken größer. Oh ja, das sieht gut aus. Das ist richtig gut. Der Eingang soll natürlich jetzt auf diese Seite Richtung Haupteingang zeigen. Ich denke mal, so ist ganz schön. Und jetzt wäre mittig sehr gut. Das ist perfekt. Das sieht sehr gut aus. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht auf der einen oder anderen Seite zu nah dran. Aber dadurch, dass das Gebäude sowieso so ein bisschen ungleichmäßig ist an den Seiten, was ich auch sehr cool finde, da würde es auch gar nicht auffallen, wenn ich auf der einen Seite ein bisschen näher bin, auf der anderen ein bisschen weiter weg. So, die Wegverbindung können wir eigentlich auch schon mal ziehen. Könnten wir sogar noch so Querstreben reinmachen, wenn wir das hinbekommen.
Sieht gut aus. Und vielleicht können wir dann auch schon direkt einen Zaun hier noch drumherum ziehen, so einen kleinen. Dafür müssen wir uns nur mal eben hier die Stelle markieren, wo wir hinwollen. Das ist dieser Pfosten. Und jetzt müssen wir mal kurz den Weg an der Stelle abreißen. Dafür machen wir mal hier zwei Zwischenpunkte rein, damit nicht zu viel kaputt geht. Ja. Das ist immer ein bisschen friemelig, aber das geht. Und jetzt müssen wir uns ungefähr das Stück merken, wo das hier ist. Weil das müssen wir jetzt abreißen, leider. Ich hoffe, das kriegen wir gleich nach Augenmaß hin. Jetzt können wir nämlich die Linie hier extra etwas weiterziehen. Und mittendrin kann man jetzt so einen Einrastpunkt setzen dazwischen, an der richtigen Stelle. Jetzt können wir die beiden Stücke entfernen. Jetzt haben wir hier ein Zaunstück gemacht, was kürzer ist als die normale Länge. Aber perfekt für uns. Ist zwar umständlich, aber ihr seht schon, das funktioniert. Ich habe es jetzt nicht ganz perfekt hier, glaube ich, gemacht. Also das kann man natürlich noch schöner machen, aber das reicht mir. Also ich glaube, wir sind nah genug dran, dass es cool ist. Das kann man halt auch wirklich nur mit diesem Trick vernünftig hinbekommen. Zumindest habe ich noch keinen besseren Weg gefunden dafür. Aber das macht ja nichts. Wir kennen ja den Trick. So, ich will jetzt das Ganze hier einmal außen rum. Und dann haben wir das Ganze. Das ist jetzt schon mal der Grundriss. Natürlich kann das Aviarium jetzt hier hinten weg. So, wunderschön. Und jetzt müssen wir mal die nächsten Gebäude außenrum planen. Ich habe mir überlegt, dass wir hier eventuell noch eine Gyrosphäre könnten wir später auch noch machen. Aber ich meine, eine Einschienbahn hinmachen. Könnte ja irgendwo hier hin, die Station. Warum nicht? Ungefähr so würde ich sagen. Und die Strecke, die würde dann irgendwo hier am Rand entlang verlaufen. Ich zeichne die jetzt schon mal ungefähr, sodass die sozusagen den Rest unseres Parks einmal komplett abdeckt. Dass die hier dann zurückgeht. Hier entlang. Dann hätten wir es nämlich so, dass dieser Teil des Parks mit einer Einschienbahn abgedeckt ist. Und dahinter das Ganze halt mit der Jurassic Tour. Das ist dann, glaube ich, richtig interessant für die Besucher. Der Streckenverlauf wird sich natürlich noch minimal ändern von dieser Einschienbahn. Jetzt hier mal erstmal den Weg vernünftig hier nach unten. Würde gerne hier rauskommen, das wäre ideal. Genau mittig am besten. So ist perfekt. Und wir müssen jetzt mal eben planen, was hier noch alles so abgeht. Hier vorne wird dann ja diese Wegverbindung hinkommen. Und jetzt könnten wir überlegen, dass wir diesen Kreis doch nochmal ein bisschen erweitern. Ich hoffe, das wird hier nicht alles zu kompliziert später. Mach mal kurz die andere Wegfarbe wieder, damit wir das besser sehen. Und dann ziehe ich hier wieder meine Bahnen. Ich glaube, ich mache mal bis hier vorne. Ja, das finde ich ganz gut. Ihr müsst bei sowas übrigens bedenken, dass je größer der Kreis wird, desto mehr solcher Zwischenlinien müsst ihr ziehen. Weil dann halt die Strecke zwischen diesen Verbindungsteilen hier, was ich gerade zeichne, immer größer wird. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das Ganze hier vernünftig klappen wird. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir hier noch ein Gehege zwischen machen. Das würde ich mega cool finden. Aber ich muss jetzt auch noch bedenken, dass wir hier natürlich jetzt nochmal den Weg verbreitern müssen. Da schaue ich jetzt mal eben ganz kurz, wie das dann aussieht. Gar nicht mal so schlecht. Würde ich, glaube ich, ganz cool finden. Ist mir sogar, glaube ich, schon ein bisschen zu viel. Also ich glaube, ich werde hier noch wieder ein Stück zurückgehen. Ich möchte da eigentlich nur einen relativ kleinen Dinosaurier reinmachen. Die Frage ist halt nur, wie weit kann ich zurückgehen? Weil ich muss auch noch bedenken, da kommt auch nochmal eine Zaunbreite vor. Das wäre dann ungefähr so. Und da muss dann natürlich auch noch Wasser und so rein. Wasser ist, glaube ich, hier das größte Problem. Ich habe auch nicht geguckt, ob ich auf einer Wasserhöhe bin. Ah, nicht ganz, aber einigermaßen. Es würde sogar gehen, dass wir hier noch Wasser reinzeichnen. Weil die Dinos, die brauchen natürlich auch was zu trinken. Also es würde so funktionieren, wenn ich das relativ schmal hier mache. Würde ich, glaube ich, cool finden. Könnten da dann auch noch Bäume rein? Hm. Ja, warum nicht, ne? Für euch ist diese ganze Grundplanung wahrscheinlich relativ chaotisch. Aber ich habe da wirklich was im Kopf, was ich mir vorstelle. Bin echt gespannt, ob das klappen wird. Ich muss mir jetzt nochmal eben überlegen, dass ich auf dieser Seite auch noch einen Weg
rausbrauche dann später. Das wäre echt ganz geil, wenn der ungefähr gegenüber von hier wäre. So, ich mache das mal nach Augenmaß. Muss nicht ganz perfekt sein. Also, dass wir hier so ungefähr dann rauskommen mit dem Weg. Wie ich dann weiterbaue, das habe ich mir noch nicht überlegt. Aber dann haben wir hier schon mal die Stücke, die wir einberechnen müssen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und jetzt zeichne ich mal eben hier den Weg einmal drumherum. So, und hier kommt dann ein Gehege hin. Den Weg mache ich auch schon mal andersfarbig wieder. Und jetzt kann ich hier einmal schön außenrum den Zaun ziehen. Tor oder so werde ich da, glaube ich, nicht einbauen in das Gehege. Es wird einfach ein Gehege, was man dann von außen versorgen kann. Also, dass man von außen die Futterspender im Zweifel auffüllen kann und auch die Dinosaurier, ja, beschießen kann und so. Zur Not gibt es ja auch noch einen Helikopter, ne? Wir brauchen auch noch ein ACU-Zentrum irgendwo. Da lege ich eigentlich immer relativ viel Wert drauf, dass wir sowas haben. Der Zaun steht. Also das wird jetzt hier ein Gehege werden. Ich weiß noch nicht genau, welche Dinosaurier ich hier reinmachen will oder welche Urzeitlebewesen. Man könnte überlegen, hier wieder Dodos oder so reinzumachen. Weil eigentlich bietet sich ja eher was Kleineres auf jeden Fall an. Ich glaube, die werde ich aber auch diese Folge gar nicht freilassen, weil wir werden diese Folge die Saurier für das Aviarium freilassen. Das heißt, ihr könntet eigentlich in die Kommentare schreiben, welche Urzeitlebewesen oder Dinosaurier ihr hier cool finden würdet an der Stelle. Nehmt auf jeden Fall nichts Gefährliches und irgendwas Kleineres, würde ich sagen, weil ich hier gerne diesen kleineren Zaun halt beibehalten wollen würde. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall über Vorschläge in den Kommentaren freuen. Und hier außen könnten wir jetzt wieder ganz viele Futterstationen und Läden machen für die Gäste. Müssen wir mal schauen, was da gerade gut passt. Das Gebäude finde ich eigentlich ganz nice, wenn man das so an den Rand baut. Ich frage mich ja, wie das später aussieht, wenn man hier immer so ein Stück Weg zwischen den einzelnen Läden hat. Ob das doof aussieht, ob das gut aussieht. Ist halt hier echt immer so ein bisschen friemelig. Auch bei jedem Laden unterschiedlich. Ich probiere es erstmal aus. Mache hier mal den nächsten Laden dazwischen. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das gut aussieht, doof aussieht. Dann sehe ich hier mal etwas Größeres. Schaut mal, da muss man voll viel Abstand benutzen sogar. Jetzt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel ein Restaurant hinmache, müsste ich das Wegestück hier auch noch ausfüllen irgendwie. Okay, ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und so finde ich das gar nicht so schlecht. Hier das Ganze noch ein bisschen abgerundet. Bin jetzt hier nochmal mit den Zäunen ein bisschen gearbeitet. Werde das dann zwischen den Läden so regeln, mit so einem Baum. Auch ganz cool. Und dahinter halt so ein Zaun, der ein bisschen die Sicht nimmt. Es ist zwar relativ anstrengend, alles umzusetzen, aber für euch kann ich das ja alles rausschneiden. Dann kann ich mir nämlich auch alle Zeit der Welt damit lassen. Das ist ja immer echt praktisch. Ich kann euch das jetzt ja mal eben an einem Gebäude demonstrieren. Das ist nämlich alles an sich gar nicht so dramatisch. Platzieren jetzt hier noch das dritte Gebäude mal eben daneben. Da suchen wir am besten eins aus mit einem Eingang zur rechten Seite, so wie dieses hier. Vielleicht haben wir da auch noch ein anderes. Die Bar ist das, glaube ich. Ja. Die könnten wir zum Beispiel noch nehmen. Die wäre, glaube ich, ganz cool. Kann man so platzieren. So, die Bar steht. Und jetzt müssen wir einmal hier anfangen zu zeichnen. Ungefähr auf der gleichen Höhe wie hier hinten. Also so ungefähr. Und dann hier einmal das Stück machen. Hier kann man dann ruhig ein bisschen weitergehen, wenn man das noch zeichnen kann. Ist halt immer sehr friemelige Arbeit durch diese ganzen Wegarbeiten und so. Aber ihr seht ja schon, was ich machen will. Das werde ich dann gleich ungefähr umsetzen. Und dann zieht man hier noch den Zaun entlang. Ist halt zum Zuschauen nicht so schöne Arbeit. Deswegen werde ich da den größten Teil von rausschneiden. Wenn hier die Einrastpunkte gerade so schlimm sind, müsst ihr halt immer von der anderen Seite einfach die Einrastpunkte setzen. So und so. Das wird natürlich dann der große Zaun. Und hier kommt dann der Baum rein. Den haben wir hier. Der würde dann hier reinkommen. Und schon hätten wir hier auch die Zwischenverbindung. Finde ich an sich optisch gar nicht so schlecht. Und hier vorne wird dann der Hauptweg weitergehen in den Rest des Parks. Ich hätte hier gerne auch noch so eine Verbindung. Das Gebäude ist leider nicht ganz so gut für die Wege.
Dadurch ist hier oben auch so eine Ecke reingekommen. Das halt nicht das allerbeste Gebäude für solche Geschichten ist. Aber das macht nichts. Das passt schon. So, und jetzt können wir noch einmal hier hinter das Ganze was länger ziehen. Mit dem Zaun hier natürlich. Bis hier. Und dann, wie habe ich es da gemacht? Mit dem kleinen Zaun wieder. Vorne. Bis hier an die Ecke. Und bis hier vorne. Das ist sehr gut. Auf der anderen Seite habe ich das Ganze ja quasi gespiegelt, nur mit anderen Läden. Das sieht dann jetzt so aus. Ein Fossiliensohn, ein Kleiderladen und ein Souvenirshop. Finde ich jetzt eigentlich schon ganz cool, so wie es jetzt aussieht. Allerdings ist mir das noch ein bisschen zu leer. Also wir müssen hier vorne auf jeden Fall noch was hinmachen und hier vorne. Aber bevor wir darauf jetzt eingehen, richten wir erstmal das Gehege hier ein bisschen ein, würde ich sagen. Müssen wir erst mal schauen. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte gerade ein bisschen Befürchtung, dass wir kein Wasser reinbekommen. Aber ich bin nicht erleichtert, dass es gerade klappt. Klappt sogar ganz gut. Können wir sogar noch ein bisschen was rausnehmen. Ich hoffe, der Weg leidet hier nicht so drunter. Nee, wenn das hier ganz leicht hogelig wird am Rand, das stört mich gar nicht, muss ich sagen. Also da bin ich dann auch nicht so pingelig. Weil bei so einer engen Fläche werden wir jetzt auch nicht viele Möglichkeiten haben, was die Gestaltung angeht. Da müssen wir uns wirklich mit den Sachen zufrieden geben, die wir dann noch reinbekommen. Oh, der geht sogar rein. Ich hoffe, die Tiere können dann noch da drum herumlaufen. Aber ich denke doch mal. Warum sollten sie es nicht können? So, und Futterspender werde ich da Pflanzenfresser-Futterspender reinmachen. Ich denke mal, ich mache sogar mal die Palio-Futterspender hier rein. Hier an den Rand ist, glaube ich, ganz cool. Ich gehe auch mal von Pflanzenfressern aus. Weil ich habe ja gesagt, kleinere und nicht so gefährliche. Da werden das dann wahrscheinlich Pflanzenfresser werden. Ansonsten kann ich natürlich die Futterspender noch austauschen. Je nachdem, was ihr in die Kommentare schreibt. Ich glaube, wir brauchen gar keinen Jeep dafür. Kommt der da jetzt raus? Ah, tatsächlich. Okay. Also im Sandbox-Mode brauchen wir hier keinen Jeep. So sieht der nämlich aus. Ist mal ein bisschen was anderes, optisch. Ich hatte den Jeep schon hergefahren, der fährt jetzt weg. Aber das macht rein gar nichts. Wir richten jetzt hier weiter ein. Ich hoffe, dass wir hier auch noch ein paar Bäume reinkriegen. Oh, kriegen wir tatsächlich. Ah, das ist ja toll. Weiß ich, hatte es vorhin ja auch getestet, ob hier noch Bäume reingehen. Aber ist, am Ende ist es dann immer ja so eine Sache, ob es dann auch wirklich klappt. Manchmal testet man Dinge und dann funktionieren sie leider doch nicht. Und jetzt nochmal einiges an Büschen. Büschen werde ich sowieso gleich nochmal rumspielen, denke ich mal. Okay, hier können wir eigentlich auch nochmal einen Felsen hinmachen. Wir können auch gleich noch so Bäume platzieren. Das ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit. Dann machen wir hier nochmal so einen Felsen rein. Hier könnte man auch überlegen, nochmal einen Felsen reinzumachen. Vielleicht hier nochmal so einen anderen. So. Okay. Und schon sieht das doch relativ interessant aus. Nochmal ein bisschen Felsuntergrund. Und hier müssen wir natürlich auch nochmal beigehen. Vielleicht kriegen wir auch hier nochmal ein paar Pflanzen unter. Am Rand. Das ist natürlich super. Vielleicht sogar ein Baum. Wer weiß, wer weiß. Ne, sieht nicht danach aus. Also nach Baum nicht. Aber ich finde es schön, wenn es hier mega doll bepflanzt ist. Als nächstes kümmern wir uns mal um diese Stelle hier. Ich möchte hier nämlich noch ein paar mehr Gebäude unterbringen. Allerdings will ich das nicht so aufwendig machen wie hier. Das soll hier so diese Hauptfressmeile sein. Wo die Leute dann halt sich Snacks holen können, Infos und so weiter und so fort. Deswegen hier soll das alles nicht so aufwendig werden. Hier zum Beispiel sollen einfach nur Toiletten hinkommen. Da reicht mir das, glaube ich, schon, wenn das so abgeht. Ich glaube, die können wir sogar so ein bisschen so platzieren. Also nicht ganz mittig, weil die halt so... Ja, seht ihr das? Die gehen halt so ein bisschen ineinander. Ist ganz nice. Sollte das gleich einigermaßen mittig sein. Ich finde es ja auch nicht schlimm, dass das hier... Also normalerweise geht der Weg ja hier in den anderen über. Und hier ist das nicht der Fall. Finde ich gar nicht schlimm, weil wir das dann nur so handhaben bei den Hauptwegen. Und die Toilette ist ja nicht wirklich ein Hauptweg. Vielleicht kriegen wir da noch einen kleinen weißen Akzent mit rein in den Weg. Ah, ich hätte ihn gern so richtig minimal nur. So einen richtig kleinen Strich wäre nice.
Weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Ist mir schon echt irgendwie zu viel. Das ist cool. Ich habe das auf beiden Seiten gleichmäßig. Ja. Das passt. Das sieht doch ganz schick aus. Ich denke mal, ich werde dann auch den Zaun einmal komplett drumherum ziehen. Dass der hier diesen gesamten Bereich umzäunt, dieser kleine Zaun. Der Zaun steht. Hier hinter mache ich wieder den großen Zaun. Sehr schön, dann haben wir auch da die Toiletten. Und jetzt muss hier vorne natürlich auch noch was hin. Ich glaube, da werde ich sogar mal so ein paar Gebäude machen, die halt interessant für die Besucher sind. Also jetzt nicht irgendwie Souvenirläden, wo die was kaufen können oder sowas, sondern sowas wie zum Beispiel das Gewächshaus, was wir sowieso brauchen, für die Pflanzen, die wir hier benutzt haben. Das könnte man ja so als ja, Besichtigungsstation für so ein, für Besucher machen, so von wegen botanischer Garten und die Flora der Urzeit oder so. Finde ich ganz interessant. Das könnte man hier hinmachen. Und vielleicht noch so ein Wissenschaftszentrum. Das ist cool. Da können die sich dann auch noch mal über einige Dinge von dem Park informieren. Für euch habe ich das Ganze jetzt mal beschleunigt. Die beiden Gebäude stehen. Die pimpen wir natürlich noch. Sieht immer schöner aus, weil dann hier diese Plätze auch ausgestattet sind. Okay, das kann man nicht pimpen anscheinend. Aber das macht rein gar nichts. Ich werde jetzt noch mal die Schienen hier bearbeiten. Weil die sollen hier in einem vernünftigen Winkel oder Radius drumherum gehen. Das sah vorher ein bisschen doof aus. Was von oben dann auch gleichmäßig aussieht. Einigermaßen. So, und hier kann es dann nach außen ruhig gehen. Gut, den Rest der Strecke, den werde ich dann später anpassen. Aber so sieht das doch schon mal ganz nice aus. Es muss hier nur noch so ein bisschen Zwischengestaltung hin. Und dann sind wir mit diesem Bereich auch fertig. Und so sieht das ganze Endergebnis aus. Auch das Gestalten und so habe ich jetzt ein bisschen übersprungen für euch. Ja, ist halt relativ viel Gepinsel und geht so ein bisschen schneller. Die Bahnstrecke werde ich noch ein bisschen anpassen, denke ich. Aber ansonsten bin ich schon sehr zufrieden. Man erkennt auf jeden Fall, dass das hier der Hauptplatz sein soll. Hier sind die meisten Gebäude und die meisten Anlaufstationen für Besucher. Das ist schon echt cool. Sieht auch aus Besucherperspektive, glaube ich, später richtig nice aus. Wenn man hier so lang geht, hier sind dann auch noch Dinosaurier, die ihr dann vorschlagt. Ah, das wird schon cool werden. Aber es fehlen natürlich auch noch Bewohner für unser tolles Aviarium. Und ich würde sagen, die lassen wir jetzt frei. Und da kommt unser erster neuer Bewohner. Nämlich ein wundervoller Pteranodon. Ich liebe ihn, er sieht so schön aus. Schaut euch mal das Aviarium an. Was für eine tolle Atmosphäre hier ist. Dadurch, dass die Pflanzen auch mit Schnee bewachsen sind und man den ja außen halt auch sieht, das ist so cool. Ich zeige euch das gleich nochmal genauer. Aber jetzt seht ihr erstmal unsere neuen Bewohner. Davon haben wir insgesamt 6 Stück. Und die brauchen natürlich wieder tolle Namensvorschläge von euch. Ist ja nicht wirklich wundervoll. Wir warten nochmal, bis er losfliegt. Schauen uns das dann an. Und da hebt er ab. Ah, ist das schön. Schade, dass es nur einen Flugsaurier in dem Spiel gibt. Das ist wirklich, wirklich schade. Hier seht ihr nochmal die vereisten Pflanzen. Können wir das den ganzen Tag angucken, Leute. Das ist einfach richtig schön. Wir lassen aber nochmal einen zweiten frei gemeinsam. Wir haben nämlich alle 6 Skins, die es gibt, hier in dem Aviarium. Da ist der nächste. In grün. Da schreit er. Er möchte auch unbedingt einen Namen von euch. Also gerne damit in die Kommentare. Guckt euch mal die Atmosphäre in diesem Aviarium an. Ist das nicht wundervoll? Mit der Schneelandschaft draußen, der Nebel und hier drin auch alles verschneit. Und dann flattern hier natürlich unsere tollen Pteranodons durch die Gegend. Ich finde das mega schön. Gehen wir zur nächsten Kamera. Da gibt es ja einige. Das ist richtig, richtig cool. Also das kann man echt genießen. Das ist einfach wunderschön. Ja, da fliegen sie gerade nicht so viel. Da fliegen sie. War ziemlich schnell. Ja, das ist echt richtig, richtig toll. Könnte ich den ganzen Tag machen. Aber wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, so ein schönes Bild.
Ich kann gar nicht aufhören, Leute. So, ich verabschiede mich aber jetzt von euch. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch eine Menge Freude bereitet. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.